Frage Nummer 1. Ja. Wie bekomme ich dich, diese Pakete, den Rucksack, die Flipflops, das Stativ und mein Handy plus mich selbst hier vorne rein? Weißt du, was ein Dach ist? Hinterher. Alles ist normal hier. Man muss dazu natürlich sagen, es ist illegal so zu fahren. Wir fahren auch so nicht. Wir sitzen jetzt nur einmal kurz zum Spaß da drinnen. Wir fahren jetzt kurz zur Post und dann sehen wir uns am Kossi. Wir haben heute richtig Spannendes vor. Es ist Wind, es gibt Action und wir werden Gadgets auf den Prüfstand stellen. Wir sind jetzt hier im Kossi und wir haben schon einiges an Material ausgeräumt. In diesem Video werden wir euch unsere Top 5 Windsurf-Gadgets vorstellen. Die Gadgets gibt es natürlich alle bei mywindsurfgadget.com, ist unten in der Beschreibung verlinkt. Und jeder, der hier von diesem Video kommt, bekommt 10% mit dem Code SURFACES10. Kann man ganz einfach beim Checkout eingeben. Wort haben wir da. Dann fehlt noch Finne, Schrauben, Mastfuß. Yes. Alles klar. Für euch vielleicht zur Erklärung, mywindsurfgadget ist kein Surfshop, sondern wir hatten die Idee, dass wir versuchen, alle Gadgets zusammenzusammeln, die unserer Meinung nach ein richtig geiles Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Egal, ob sie jetzt zum Aufbauen von Material sind, ob sie auf dem Wasser benutzt werden oder wie auch immer. Wir haben davon jetzt 5 Stück, wie der Titel auch schon sagt. Ja, wie ihr die findet, könnt ihr natürlich selbst entscheiden. Schreibt auch gerne mal unten in die Kommentare rein, ob ihr noch weitere Ideen habt. Ich werde heute 8.4 fahren. Es ist schon ein bisschen Wind, aber nicht so viel Wind. Und ich möchte auf jeden Fall genug Power haben. Ich bin gerade immer noch ein bisschen am Umziehen, deswegen. Ich fahre eine 45er Z-Finne. Die machen wir uns jetzt hier hinten rein. Zack, zack, zack. Jetzt kommen wir zum ersten Windsurf-Gadget. Es ist keine super krasse Idee, aber haben wir so noch nicht gefunden im Internet. Und wenn wir was gefunden haben, dann war das reine Abzocke. Warte mal, wir haben eine. Hier steht einmal auf Screw it, it's time for windsurfing. Und lustiges Wortspiel. Geht aber auch nicht darum, was drin steht, sondern was drinnen ist. Und zwar ist das von uns ein selbst zusammengestellter kleiner Schraubenkoffer. Wir haben jetzt in diesem Fall hier Kreuzschlitzschrauben. Jeweils 6 Stück von allen Längen, die man beim Windsurfen so braucht. Der eigentliche Witz ist, dass wir auf eBay waren und wir haben gesehen, es verkaufen Leute Originalschrauben für 2,95 pro Schraube. Knapp 3 Euro. Dann waren wir im Baumarkt und haben geschaut, wie teuer es da ist, weil wir dachten, dann wird es da normal sein. 50 Cent bis 1,50 Euro für eine Schraube. Und dann dachten wir, es ist doch geil, wenn wir einfach eine Box machen, die Schrauben beim Großhändler einkaufen und das Ganze zu einem günstigen Preis anbieten, sodass man sich halt für 1-2 Jahre nicht um Schrauben kümmern muss. Und dann haben wir natürlich schon weitergedacht und wir haben hier 80 Unterlegscheiben drin. Lasst uns eine My Windsurf Gadget Schraube in unserem Port drehen. Meine Damen und Herren, dann brauche ich den. Eins Maske. Nächstes Gadget. Das nächste Gadget ist zum Segelaufbauen geeignet. Super simples Ding. Ich schätze mal, die Hälfte von euch hat das sowieso schon. Und ich werde euch gleich mal zeigen, worum es geht. Im Endeffekt ist es eine einfache Trimhilfe. Die nehme ich gleich so in die Hand und ziehe das Segel damit durch. Und es ist einfach viel geiler, als mit einem Trapez zu ziehen oder mit einer Verlängerung oder irgendeinem Ast, wo man das Ding rumwickelt. Es hat ein cooles Extra und das werde ich euch gleich mal zeigen. So, bis zur Hälfte. Oder über die Hälfte kriege ich es mit der Hand gezogen. Jetzt pass auf, extrem simple Moment. Und ihr legt das einfach hier rein, den Faden, zack, einmal quer. Und dann habt ihr hier so eine Klemme. Und jetzt macht ihr den Rücken gerade. Ich werde es euch jetzt einmal erklären, wie ihr richtig durchzieht. Den Rücken gerade, den unteren Bauch anspannen, einatmen und jetzt aus dem Bein pressen. Ich muss jetzt einmal nachspannen und jetzt kommt das geile Feature. Wenn man jetzt nämlich normalerweise Knoten macht, ist das immer ziemlich nervig. Hier dreht man das Teil einfach. Ups. Und der Faden ist raus. Das war's auch schon. Ziemlich geil. Deswegen benutze ich die Ratschen bei den großen Segeln, weil mit dem 8.4er Slalom-Segel macht das einfach keinen Spaß. Geht's für mich raus, erste Session. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Action Clip. Wir werden mit der Drohne ein bisschen filmen. Ich glaube, wird ganz gut. Wind sieht optimal aus. Danach kommt Chrissy. Wir haben noch 3 Stück vor uns. Bis gleich!
Windlöcher. Das ich fand es Windlöcher? Ab und zu mal. Hattest du zu wenig? Oder ich habe zu stark durchgezogen. Oh. War mega geil. Ich hoffe, der Action Clip hat euch gefallen. Nice. Und ich würde mal sagen, wir kommen zum nächsten Gadget, oder? Yes. Das nächste Gadget ist der Surfband. Den bist du gerade gefahren. Den fährt Christopher immer, wenn er sich mein Material ausleiht. Und wahrscheinlich auch sonst immer, wenn du fährst. Spoiler! Moin! Moin! Ja, lass uns das einmal zeigen. Viele von euch kennen das Ding wahrscheinlich schon. Wir werden es jetzt einmal erklären und auch einmal die Besonderheiten euch schildern. Jo. Denn ein paar Dinge gehen, ein paar Dinge gehen nicht. Aber insgesamt ist es ziemlich fett. Pass auf. Das ist der Surfband. Das ist ein Windsurf-Board-Protektor, aber kein reiner Nussprotektor, den man sich vorne drauf klebt, wie diese Carbon- und Schaumstoffdinger, sondern einer, den man... Ich möchte dir auch nicht die Show stehlen, aber du darfst... Ich darf auch was sagen. Ja. Einer, den man sich einfach ans Board schrauben kann. Ja. Was ultra geil ist, wenn man ab und zu mal mit fremdem Material fährt oder einfach mit Boards, die man nicht kaputt machen will. Ja, das Nice ist, dass man ihn halt abschrauben kann, wann man möchte. Es ist verhältnismäßig günstig für einen Bordprotektor. Ein paar Besonderheiten. Erstmal ist wichtig, dass man das Ding nur mit einem Mastfuß benutzt, der aus einem Stück gefertigt ist. Die Duoton iBase eignet sich dafür nicht und so ein Mastfuß mit Kardangelenk auch nicht. Und wollen wir es mal einmal... Ich schraub's mal wieder dran. Schraub it in. Könntest du reinzoomen, Samu. Man kann sein Board natürlich auch kaputt machen, wenn man den Surfband montiert. Ja. So, man schraubt das Ding da drauf. Bup, bup, bup. Jetzt ist das Teil fertig montiert. Nein, egal in welche Richtung ihr jetzt das Ding bewegt, der Surfband blockiert immer, dass der Mast das Board berührt. Und das funktioniert komplett berührungslos mit dem Board bis zu einer gewissen Schlagkraft. An den Rails funktioniert es quasi immer. Sprich, wenn ihr Anfänger seid oder Fortgeschrittener und ihr zieht öfter mal eine Leine oder habt Schwierigkeiten mit dem Wasserstart, dann berührt euer Mast hier nicht mehr den Lack an der Seite und der splittert nicht mehr ab. Das ist bei vielen, gerade auch älteren Boards, oft der Fall, bei vielen neueren auch. Und wenn ihr einen Schleuderschutz macht, dann federt das auch ab. Bei kleineren Segeln passiert meistens überhaupt nichts mit dem Board. Bei größeren Segeln dämpft es den Schlag hauptsächlich ab. Ich meine, das ist so eine gewaltige Kraft, wenn so ein Slalomsegel da vorne drauf knallt. Wenn du mit dem 7-7er ja volle Kanonen einen Schleudersturz machst, hat das Brett safe auch eine Delle. Da ist ein Loch im See. Und wir dachten uns, das muss unbedingt in unseren Gadget-Shop, weil es halt nicht so, du klebst es nicht dran und es ist dann für immer dran und sieht hässlich aus und diese Carbon-Protektoren kosten bis zu 180 Euro, sondern es ist halt ein Gadget, es ist so ein kleines Teil, schraubst es dir dran. Ja, also du merkst es halt nicht. Man merkt es quasi nicht und ja, deswegen finden wir das cool. Wir könnten sogar nochmal das Segel dran schrauben und mal zeigen, wie das aussieht, wenn es im Wasser liegt, ja, wie das dann nicht berührt. Ja. Wollen wir das machen? Ich glaube, das wollen wir machen. So, Amigo. Man sieht es schon. So. Jetzt berührt sich das hier nicht mehr und wenn ich kann das hier anheben, wie ich will. Das kommt da nicht mehr entgegen. Und klassische Situation ist jetzt, wir sind irgendwo draußen oder am Strand. Das Segel liegt so drin und wir wollen halt aufs Board drauf. Und jetzt verhindert diese Kante hier an der Seite, dass wir irgendwelche Lackschäden an der Seite vom Board kriegen. Und das ist geil. Je größer und schwerer euer Segel, umso weniger effektiv ist das Ding natürlich. Und nach vorne ist es exakt der gleiche Effekt. Wenn du einmal hier rumkommst, dann sieht man, dass der Mastfuß jetzt hier aktiv mitarbeitet. Das ist ein super günstiger Mastfuß von Askin. Und wir empfehlen natürlich die Mastfüße, weil das empfehlen wir auch so jedem Windsurfer, die Mastfüße einmal im Jahr auszutauschen. Das ist Pflicht, gerade wenn man im Winter Windsurfen geht, weil wenn Mastfuß bricht, das ist scheiße. Wenn ihr jetzt mit Brille oder Sonnenbrille surfen geht, dann kann das passieren, dass die runterfällt und deswegen gehen die meisten nicht mit Brille oder Sonnenbrille surfen. Weil die Schweine teuer sind, wenn die polarisiert sind. Und da gibt es ein einfaches Gadget, das haben wir nicht neu erfunden, aber wir haben es neu designt. Und zwar hole ich das mal raus. So, hier bekommt ihr das übrigens, so kommt das bei euch an. Hier Niklas Nebelungen schön drauf. Mein Windsurf Gadget ist Teil der Jive Community. Die kommen im Dreierpack bei euch an. Ja. Und was kostet Dreierpack? 9,95 Euro. Das ist der Brillenstrap. Samu kann ja mal einmal ran. Das sind die drei Elemente des Windsurfens. Wind, Sonne und Wasser. Und wir haben uns was dabei gedacht. Ja. Als Kontrastfarbe, wenn einem die Brille wirklich mal runterfallen sollte, was eigentlich schon dadurch verhindert wird, sieht man die einfach besser, wenn die schwimmt. Also das Teil schwimmt. Das ist das eigentliche Feature, wenn man die Brille verliert. Das ist das Geile, ja.
Und du kannst dann halt einfach ein bisschen rumfahren, wenn du den nicht direkt siehst. Und durch diese rote Farbe erkennt man dann sofort, ja, wo die Brille im Wasser liegt. Und jetzt mache ich das mal dran. Das ist super easy gemacht. Man fädelt das hier drauf. Zack, zack. So, je dicker die Brille hier ist, umso geiler ist es natürlich. Geht aber auch mit. Also hier ist es ein relativ schmaler Bügel. Sehr, danke. Passt auf. Wir sind auf dem Wasser. Schwerer Schleudersturz. Oh nein, unsere Sonnenbrille ist weg. Wo ist sie nur? Und wenn ihr jetzt reingefallen seid, eure Sonnenbrille ist durch einen unglücklichen Zufall wirklich weggeflogen, trotz dem Sicherungsding, dann könnt ihr sie halt einfach wieder aus dem Wasser holen. Und ziemlich cool für Brillenträger. Sonnenbrille ist jetzt gerade allerdings nicht so angebracht, es fängt an zu regnen. Das hält schon relativ viel aus. Also man kann sich bewegen und man kann davon ausgehen, dass die Brille in sicheren Händen ist. Bevor wir diese Situation jetzt zeigen, es wird jetzt langsam kälter und unabhängig davon, ob ihr das Gadget, was wir euch jetzt zeigen, bereits habt, euch woanders holt oder bei uns holt, wir finden, das ist ziemlich, ziemlich wichtig. Mir ist das erst spät bewusst geworden, aber wenn man alleine Windsurfen geht, bei also, deiner Überquerung von der Lübecker Bucht, ne? Ja, zum Beispiel da, das, aber da hatte ich ein Handy dabei. Ja. Wenn man alleine Windsurfen geht und es kalt ist, dann ist das echt gefährlich. Und es ist auch gefährlich, wenn es nicht kalt ist, aber besonders, wenn es kalt ist, weil man kühlt so schnell aus. Ich glaube, im Winter bei 10 Grad Wassertemperatur 45 Minuten, bis man bewusstlos wird, wenn man im Neo schwimmt. Irgendwie sowas. Das ist richtig gruselig. Wer schon mal bei 0 Grad surfen war und das mit den Händen mal erlebt hat, wie fest die dann werden und wie schnell, kann. Ich würde mal sagen, du fährst raus. Ja. Du simulierst mal da draußen Seenot. Kannst ja einen Sturz machen. Nein. Und dann schauen wir mal am Strand, was passiert. Erwartest du Anrufe in nächster Zeit? Nein. Soll die Sonnenbrille aufsetzen? So, bei uns ist jetzt natürlich alles hier gestellt. Christi hat jetzt da draußen Seenotsignal gegeben. Und Servus. Servus. Hast Spaß auf dem Wasser? Was? Hast Spaß auf dem Wasser? Ich bin in Seenot geraten. Und so einfach kann so eine Situation gehen, wenn man eine wasserdichte Handyhülle mit dabei hat. Und bei der wasserdichten Handyhülle geht es natürlich bei modernen Smartphone-Modellen weniger um den Schutz vorm Wasser, sondern darum, dass man dieses Bändel um den Hals hat und man das quasi hier vorne dann in seinem Neo drin festgemacht hat und das Handy nicht irgendwie verrutscht, weil die wenigsten haben ja an ihrem Neo irgendeine Handytasche. Checkt das gerne mal aus. Wir haben die selbst produzieren lassen, das heißt, wir können die ziemlich günstig anbieten. Wir nehmen das Thema Seenot sehr ernst, aber Chrissy ist natürlich jetzt nicht wirklich in Seenot. Ich hoffe, ihr versteht das. Und jetzt geht's los. Thank you.
Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ist selbstverständlich ein Werbevideo. Und wir sind natürlich aber einfach sehr stolz auf unsere Seite und möchten euch das präsentieren. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, um keine weiteren zu verpassen. Mal sagen, wir sehen uns dann. Tschüss!